Die Person? Nein, ich bin stecken geblieben. Ey, da habe ich Glück gehabt, ne? Da hat mich irgendjemand festgehalten, glaube ich. Und oder es war halt so voll. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Video. Und zwar gehen wir in die Solo-Lobbys rein. Und ich bin gespannt, ob ich mich dieses Mal gut schlagen werde. Ihr wisst ja, meine Solo-Lobbys sind sehr, sehr schwitzig, weil die sind ja Skill-based Matchmaking. Das heißt, ich kriege Gegner, die auf demselben Niveau sind oder mit demselben Kronenniveau sind wie ich, weil ich bin mittlerweile auch sehr, sehr eingerostet, Freunde. Also, ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich mich gut schlagen werde hier. Es geht auch mit einem coolen Modus direkt los. Eigentlich würde ich... Oh, toll, jetzt starte ich hier. Na gut, wir probieren es. Wir probieren es mal. Dann probieren wir es nicht. Ne? Ey, ganz ehrlich, ne, das ist so fail. Also... Okay. Schnell rein. Oh nein, ich habe nur 55 Punkte. Ich sollte jetzt so langsam... Okay. Müsste doch gut aussehen, oder? Das gibt's doch nicht, oder? Ah, das sollte ich schaffen, Freunde. 19. Auf ganz entspannt. Guck mal hier. Zack. Und qualifiziert. Ja, aber war schon schwitzig gegen Ende, weil, ja... Wurde nochmal ein bisschen knapp, ne? Ich habe mich auch jetzt nicht so gut gezeigt oder von meiner besten Seite gezeigt. Ja, ihr merkt, ich bin sehr, sehr eingerostet. Greife den Schweif. Solo. Ich starte natürlich ohne einen Schweif. Oh nee, ich habe gar nicht gemerkt, dass so viele Leute zu mir kommen. Das war nicht so clever, Claudio. 16 Sekunden. Also ich muss 16 Sekunden noch in Bewegung bleiben. 5 Sekunden. Sehr gut, ich habe es geschafft. Boah. Aber ich muss schon sagen, ist schon sehr, sehr verschwitzt das Ganze. Ja. Och nö. Das ist so unfair, ne? Ein Punkt, okay. Da war doch ein Punkt irgendwo. Zweiter Punkt. Da hat schon jemand qualifiziert, ich glaub's nicht. Dritter Punkt. Und fünfter Punkt, qualifiziert. Bergspitze, letzte Runde, das ist das Finale. Okay, das ist auch ein Finale, das hatten wir früher ziemlich oft und jetzt nicht mehr. Warte, sind wir nicht zu viele? 2, 4, 6, 7, 8. 8 Leute sind wir da noch. Noch. So, jetzt muss ich hoffen, dass ich... Hä? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also ich habe mich auch schon gewundert, warum die Person... Nein, ich bin stecken geblieben, weil ich nicht weiter nach vorn geschaut habe. Das war jetzt ein bisschen Fail von mir. Muss ich euch ehrlich gestehen. Nein, nein. Wie ist sie denn bitte schön noch da rangekommen? Also bei mir sah es so aus, als würde sie wegkommen. Aber man muss anscheinend nur einmal berühren. Aber wir... Ich bin einfach stecken geblieben. Es war aber auch meine Schuld. Aber egal, wir probieren es nochmal. So, jetzt muss man schauen. Weil das ist die erste Runde. Das ist eigentlich immer noch entspannt. In der ersten Runde ist es noch entspannt. Aber ich sehe da auch schon wieder einen goldenen Skin bei irgendjemandem. Ah, ist der Hexenskin. Also Rock von der Hexe. Ich laufe gegen eine Kugel, ich glaube es nicht. So. Ah, das war jetzt nicht klar, weil ich hätte direkt nach vorne springen können. Das hätte mir, glaube ich, Zeit gespart. Nee, gibt's auch nicht tatsächlich. Ey, diese Lobbys, ne? Diese Lobbys sind echt verschwitzt. Guckt euch einfach an, Freunde. 23 kommt weiter und ich bin mir nicht sicher, ob ich da runterfallen werde. Auch hier doch 13. Und das ist schon zu Ende. Schaut mal, wie viele. 2, 4, 6. 6 Leute sind vom Ziel gescheitert. Ja, das ist echt verschwitzt. Zu verschwitzt. Oh, wir haben ein goldenes Huhn. Ich weiß gar nicht mehr, was ein goldenes Huhn war. Muss ich mir mal wieder anschauen. So, der Wirbel. Cooles Spiel. Darf ich bloß nicht rausfliegen. Ich überlege gerade, was clever ist. Ob es mal clever ist, nach vorne zu laufen? Ja, doch, es ist clever, nach vorne zu laufen. Ey, da habe ich Glück gehabt. Ne? Da hat mich irgendjemand festgehalten, glaube ich. Und, oder es war halt so voll, dass ich nicht springen konnte. Das war ja gerade richtig fehl. Ich wäre gerade echt eigentlich rausgeflogen. Aber ich habe Glück gehabt, dass ich ja nicht rausgeflogen bin. Ey, können jetzt mal die Leute rausfliegen? So langsam. Und top. Und jetzt. Ja, qualifiziert. Top. Okay. Eine eine Drachen... Was ist Traube? Ja, eine Traube oder zwei Mangos und eine Traube, glaube ich. Oder ist eine Drachenfrucht? Keine Ahnung. Zwei Mangos auf jeden Fall. Das ist gut zu wissen. Einer ist schon rausgeflogen. Zwei Mangos. Da, wo ich stehe, müsste ich richtig sein. Hä? Ich habe mich schon gewundert, warum stehen die ganzen Menschen dort? So, zwei Kokosnüsse. Ne, drei Kokosnüsse. Vier diese grünen Früchten da. Und eine Traube. Macht aber keinen Sinn. Drei Kokosnüsse, vier grüne. Vier grüne Früchte, drei Kokosnüsse. Vier grüne, drei Kokosnüsse. Vier grüne, drei Kokosnüsse. Vier grüne, drei Kokosnüsse und eine Traube. Ja, alle sind noch drin geblieben. Stark. Boah, ich wäre fast rausgeflogen, weil eine Person mich festgehalten hat. Das gibt's nicht. So. Drei Trauben. Vier rote Früchte. Nee, es sind nur drei. Drei rote Früchte. Hä? Vier rote Früchte. Drei Trauben. Zwei Mangos. Vier rot. Drei Trauben. Vier rot. Drei Trauben. Vier rot. Drei Trauben. Vier rot. Drei Trauben. Das kann man sich auch besser merken. Vier rot. Drei Trauben. Vier rot, drei Trauben. Warte, was war da nicht dabei? Banane war nicht dabei. Schade, ich hätte eine Person runterschubsen können. Da ist mir gerade eingefallen. Nee, Wolkenschleimkratzer heißt es. Ich sag mal Kratzler. Aber das ist ja ein Kratzer. Ups. Wolkenschleimkratzer. Laufe vor dem Schleim davon und erreiche die Ziellinie. Ihr müsst es doch reichen, wenn man ins Ziel kommt, oder? Oder gibt es ja auch irgendwie so ein Ranking, dass der Schnellste oder die ersten vier nur weiterkommen? Nee.
Okay, und jetzt schnell hochspringen. Ey, diese Person vor mir, die ist ja noch schwitziger als ich unterwegs. Tja. Selten sehe ich, dass das jemand noch schwitziger ist als ich. Das heißt schon was. Das heißt, die Person hier... Guckt euch an. Ey, das ist abgefahren. Das ist abgefahren, sag ich euch ehrlich. Weil... Ey, das ist richtig abgefahren, Freunde. Okay. Gibt's da vorne was? Nee, ne? Also, zweiter Platz. Ich bin im Ziel. Aber es scheint, als würden alle ins Ziel kommen. Oh, kaum habe ich es ausgesprochen. Was war denn das für ein Boss-Move? Habt ihr das gerade gesehen? Er wäre eigentlich raus, aber hat sich einfach mal ganz easy nach oben katapultiert. Das sind meine Lobbys, Freunde. Das sind meine Lobbys. Er wäre eigentlich raus... Willst du mich auf den Arm nehmen? Guck dich mal an. Bitte, er kennt ja jeden Cheat. Jetzt flext er einfach. Jetzt flext er einfach nur so. Das ist frech. Jetzt flext er. Guckt, okay. Boah, das ist jetzt schon... Okay, das ist wiederum heftig, muss ich sagen. Guckt euch an. Aber ich glaube... Oh, ist ein goldenes Huhn sogar dabei. Krass. Ich meine, gut, er flext schon krass, aber... Was ich mich frage ist... Fliegt er nicht raus? Ne, er fliegt nicht raus, weil er jetzt ins Ziel kann. Moment, warte, wenn jetzt jemand ins Ziel geht, fliegt der eine Person nicht raus? Okay, der ist ins Ziel? Ne. Fliegt anscheinend nicht raus. Boah, guck mal, hier ist das goldene Huhn. Wie lustig wäre es, wenn die einfach jetzt rausfliegen würde, das goldene Huhn? Weil es zeitlich nicht mehr klappen würde. Guck mal, wir haben noch den goldenen Huhn und... Und dann haben wir noch den einen da, der die übelsten Moves macht, ey. Das ist heftig. Okay, Knallball, okay. Ich würde sagen, ich konzentriere mich auf irgendwen, aber hier sind die alle schwitzig. Das heißt... Ich versuche einfach lange da drin zu bleiben und nicht rauszufliegen. Carol for the Buffalo. Sehr gut. Ja, jetzt gehen die ersten Stäbe weg. Ich bin fast rausgeflogen, das gibt's doch nicht. Schaut mal. Es lohnt sich halt einfach echt nicht, außen zu bleiben. Ey, das ist ja hier. Das gibt's nicht, ne? Fliegt die Person endlich raus? Immer noch nicht, ich glaub's nicht. Es ist jetzt ein 1 gegen 1, oder? Und Claudio hat den Careful Buffalo, der so richtig geschwitzt hat, den habe ich rausgeworfen. Nein, ganz ehrlich, das ist ein perfekter Abschluss. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, dass ich den Schwitzer schlechthin rausgeworfen habe. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.